Wer schon einmal einen Langstreckenflug in einem Airbus A380 absolviert hat, ist in der Regel beeindruckt von dessen gewaltiger Größe. Doch so gigantisch schon dieser Flieger erscheint, er ist bei weitem nicht das größte Flugzeug der Welt. Das Thema heute: die 5 größten Flugzeuge der Welt. Viel Spaß! Nummer 5. Bristol Brabazon. Die Bristol Brabazon kann heute leider nicht mehr in Augenschein genommen werden. Das einzige je gebaute Exemplar hatte eine Spannweite von 70,1 Metern und verfügte über ein Leergewicht von 65 Tonnen. Ursprünglich sollte der 8-motorige Flieger, der erstmals 1949 abhob, den Luftverkehr über den Atlantik umkrempeln. Doch dazu kam es nicht. Das Modell ging nie in Serie und wurde schließlich verschrottet. Nummer 4. Antonov N124. Wer besonders schwere Lasten auf dem Luftweg transportieren will, stößt zwangsläufig auf die Antonov N124. Das bereits Ende der 70er Jahre entwickelte Frachtflugzeug verfügt über eine besonders hohe Nutzlast von bis zu 150 Tonnen und ist damit bis heute führend. Die Antonov N124 hat eine Flügelspannweite von 73,3 Metern und wiegt leer 175 Tonnen. Nummer 3. Airbus A380. Der Airbus A380 ist noch ein recht junges Modell am Himmel, aber schon längst ein Star. Der Riesenflieger, der Menschen in aller Welt Langstreckenflüge deutlich komfortabler macht, ist erst seit 2005 im Einsatz. Der erste Flug mit Passagieren fand gar erst 2007 statt. Bis zu 853 Personen finden hier auf 2 Ebenen Platz. Unten sitzen die Passagiere der Economy Class, oben die Reisenden Business und First Class. Der Airbus A380 hat eine Spannweite von 79,8 Metern und kostet derzeit 436,9 Millionen US-Dollar. Nummer 2. Antonov N225. Am 21. Dezember 1988 hiefte sich das derzeit größte in Betrieb befindliche Flugzeug der Welt in die Luft. Dabei hilft dem Giganten mit einer Leermasse von 175 Tonnen und dem Zusatznamen Rija, zu Deutsch Traum, eine Flügelspannweite von beeindruckenden 88,4 Metern. Die maximale Zuladungsmasse intern und extern beträgt 340 Tonnen. Voll beladen benötigt sie dann aber auch 3,5 Kilometer zum Abheben. Die Antonov N225 ist bis heute ein Einzelstück. Kommen wir nun zu Nummer 1. Hughes H4 Spruce Goose. Auch wenn sie nicht mehr aktiv am Flugverkehr beteiligt ist, die bislang größte Flügelspannweite kann die Hughes H4 Hercules vorweisen. Gigantische 97,4 Meter werden bei dem Flugboot gemessen. Wirklich häufig den Boden unter dem Rumpf verloren hat der Superflieger jedoch nicht. Lediglich einmal im Jahr 1947 flog der Koloss vor der kalifornischen Küste 1,5 Kilometer weit und rund 20 Meter hoch. Die Hughes H4 Spruce Goose ist 66,74 Meter lang, 25,15 Meter hoch und verfügt über ein Leergewicht von 122,5 Tonnen. Zwar war der Superflieger nie in der Luft, doch taucht er in diversen Filmen, Serien und Videospielen auf, unter anderem in Aviator, Die Simpsons und L.A. Noire. Interessierte können ihn heute im Evergreen Aviation Museum in McMinnville, Oregon bestaunen. Welche von den 5 Flugzeugen fandest du am krassesten? Schreib es unten in die Kommentare. Vergiss nicht, ein Like dazulassen, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke doch auch für weitere interessante Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald.